Grüße euch, meine Lieben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise frohes neues Jahr. Wir haben hier das Liebesorakel für Januar 2018. Und ich habe mich hier für drei Figuren entschieden. Einmal Pinguin, den ich in der Handelsschule gemacht habe. Ja, ein Fan von Pingu. Dachte, den muss ich einfach mal nachformen. Fand das jetzt auch recht witzig. Und hier haben andere hatten Aschenbecher oder sonst irgendwas. Und hier haben wir so den kleinen blauen, die kleine blaue Fee, die uns hier mitunter auf Reisen begleitet und beschützt. Und hier haben wir das Ferkel mit dem Fliegenpilz. Für alle, die sich für das Ferkel entscheiden, hoffe ich, ihr habt hier mitunter viel Glück bei eurer Auswahl. Ja. Bisschen Platz machen. Dürft ihr in euch gehen. Tief einatmen. Ausatmen. Und lasst euch hier zu eurer Legung führen. Ich beginne mit der ersten Legung. Die erste Göttin, die wir haben, ist Hekate, die Wegkreuzung. Also du stehst hier mitunter an einer Wegkreuzung und hast eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg du auch einschlägst. Wenn Hekate auf dich wartet, ist es an der Zeit, eine Wahl zu treffen. Zeiten der Entscheidung sind nicht leicht. Sie erfordern von dem Menschen, der eine Wahl treffen muss, einen mutigen Sprung ins Ungewisse, der nur mit einer gehörigen Portion Vertrauen und Glauben zu meistern ist. Die Göttin fordert dich auf, die Idee loszulassen, dass es nur eine richtige oder eine falsche Wahl gibt. Alles, was zählt, ist das Wählen selbst. Vielleicht hast du bisher eine dringende Entscheidung immer wieder hinausgeschoben, weil du dich gedrängt und überfordert fühlst oder weil du für dich weder bei der einen noch bei der anderen Wahl einen Gewinn siehst. Oder die Entscheidung löst bei dir eine große Angst vor dem Unbekannten aus. Möchtest du lieber bei dem bleiben, was du kennst, weil dir dies alles als der leichtere oder einfache Weg erscheint? Es gibt auch Situationen, die eine Entscheidung erfordern. Und trotzdem bist du noch nicht bereit dafür. In diesem Fall kannst du dir selbst am besten dienen, indem du einfach anerkennst, dass es so ist, und dann lasse los. Vertraue darauf, dass du dich entscheiden wirst, wenn die Zeit dafür reif ist. Schaffe dir selbst Zeit und Raum und setze dich nicht unter Druck. Raufe dir auch nicht die Haare oder kritisiere dich für deine Unentschlossenheit, sondern schenke dir stattdessen liebevolle Zuwendung. Wenn du losgelassen hast, kommt plötzlich Klarheit und sie zeigt dir, was zu tun ist. Hekates Aufforderung lautet: Umarme das Unbekannte. Egal welche Wahl du triffst, sie wird dir ein Geschenk von unschätzbarem Wert bringen, das du auf deinem Weg zur Ganzheit gut gebrauchen kannst.
Der Spruch zu Hekate. In dunkeln, mondlosen Nächten sitze ich mit meinen Hunden an den Kreuzungen, an denen sich drei Straßen treffen. An Kreuzungen, die eine Wahl erfordern. Alle Wege führen zu Kreuzungen und alle scheinen verlockend. Doch du kannst nur einen gehen. Du kannst nur einen wählen. Jede Wahl gebiert ein Ende. Und vor jedem Anfang steht ein Ende. An einer Kreuzung, welchen Weg wirst du wählen? Welchen wirst du gehen? Welchen? Die Wahl liegt zwar bei dir, doch teil mit mir ein Geheimnis. Die beste Wahl ist, in die Leere zu gehen. Die beste Wahl ist, sterben zu lassen. Die beste Wahl ist, frei zu fliehen. So, meine Lieben, als nächste Karte haben wir das Heilorakel der Feen. Und die Karte, die ich hier für dich gezogen habe, die wahren Gefühle. Also wenn du dich hier mitunter unentschlossen fühlst, schau dir bitte deine Gefühle an. Ja, bekenne dich auch zu deinen wahren Gefühlen. Durch diese Karte wirst du dringend aufgefordert, auf deine wahren Gefühle zu hören und ihnen zu folgen. Betrüge dich weder selbst noch rede dir ein, dass es akzeptabel ist, die innere Stimme der Wahrheit zu verleugnen. Du hast einen inneren Berater, der sehr weise ist. Diese Quelle der Weisheit spricht auf der physischen wie auch auf der emotionalen Ebene zu dir. Vielleicht sagt dir dein Bauch laut und deutlich, was du tun sollst, oder du reagierst körperlich auf bestimmte Situationen, wie beispielsweise mit einem gebissenen Kiefer oder einem nervösen Magen. Vielleicht zieht dein Herz dich an einen bestimmten Ort, zu einem bestimmten Beruf oder zu einer besonderen Art von Beziehung. Unter Umständen fühlst du dich auch gezwungen, eine bestimmte Situation zu verlassen, die inakzeptabel ist. Die Feen wissen, wie wichtig es ist, den eigenen Gefühlen zu folgen. Sie sagen dir, bitte verwirf nichts, von dem du in deinem Herzen weißt, dass es wahr ist. Folge deinen Gefühlen, denn sie sind dein innerer Kompass, der dich nach Hause geleiten und dafür sorgen wird, dass du geborgen, unterstützt und fröhlich bist. Wenn du dir im Unklaren darüber bist, welche Emotionen du gerade erlebst, schreibe deine Gedanken und Gefühle auf, um mehr Klarheit und Verständnis zu gewinnen. Affirmation. Ich lausche, vertraue und folge meinen wahren Gefühlen, denn ich weiß, dass sie die Antwort auf meine Gebete sind. Deine Aleister Crowley-Karte. Hier haben wir die sieben Schwerter, die Vergeblichkeit. Ich hätte jetzt lieber eine andere Karte gezogen, muss ich ehrlich gestehen. Bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass hier die sieben Schwerter liegen. Hier Beziehung. Sich seinem Schatten auszuliefern und ihn mit anderen zu bekämpfen, ist nirgends so gefährlich wie im Charisma dieser Karte. Zwar kann der Teufel auch für Verführungskünste, Leidenschaft und... Oh, sorry.
sorry, sorry, sorry. In unseren persönlichen Beziehungen steht diese Karte für ein Zuhause, das trotz aller Geborgenheit bereits die Tendenz hat, zu klein zu werden. So liegt ihr tiefer Sinn wohl darin, den inneren Frieden wertzuschätzen, aber zugleich zu verstehen, dass Sattheit gefährlich werden kann. Glaubt ihr's? Bin ich jetzt doof? Oh mein Gott, so. Im Bereich unserer Gefühle reicht das Spektrum dieser Karte von verführerischer List bis zur passiven Opferhaltung. Von kleineren Gemeinheiten wie Schadenfreude und Heuchelei bis zu groben Lügen und üblem Betrug. Sie kann auch ein warnender Hinweis darauf sein, dass wir statt Probleme zu lösen, wie die Katze um den heißen Brei schleichen und dabei Gefahr laufen, uns von einem beabsichtigten geraden Weg abbringen zu lassen. Ja, schade. Also, zieh es hier nicht in Zweifel, wenn du hier wie die Katze um den heißen Brei herumläufst, du weißt, was du willst und ja, dann geh doch hin und klingel, ja? Wenn du weißt, wo er wohnt und komme bitte nicht in die Opferhaltung, ja? Steh zu deinen Gefühlen und dass du Angst hast. Aber ich glaube, die Angst, dass du hier mitunter von trügerischen Machenschaften hinters Licht geführt wirst und dich vielleicht auch etwas einlässt, was du gar nicht möchtest, ist hier, glaube ich, viel, viel größer. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall anraten, dir hier auch auf deine Gefühle mitunter zu achten. Das war jetzt merkwürdig, ne? Jetzt hier jedes Mal so bupp, zweimal die falsche Karte angefangen. Es tut mir wirklich leid. Ne? Also den Weg, den Weg, den Weg. Also okay, wir schauen weiter. Von Pia Schneider aus dem Liebesorakel. Wir haben jetzt hier erstmal Karo 8. Springe über deinen Schatten. Mach dir heute ein Geschenk, eine besondere Freude. Oder auch, mache heute ein Geschenk, eine besondere Freude. Ob das jetzt für deinen Partner oder auch für dich ist. Ja? Der Spruch ist, liebe dich, auch wenn andere dich nicht lieben. Von Ma Kera. Und die nächste Karte, hier haben wir die Karo 9. Liebe und Begeisterung verleihen Flügel. Wenn du liebst, nimmst du dich leicht, ohne dich zu vernachlässigen. Das Gedicht. Der Grund, weshalb Engel fliegen können, sie nehmen sich selbst so leicht. Von G.K. Chesterton. Okay, kenne ich jetzt nicht. Ja. Und wir kommen zum nächsten Liebeskarte. Hier haben wir die Gefühle. Zu deinen Gefühlen zu stehen, das ist wahrscheinlich sehr wichtig hier. Kennen Sie Ihre wahren Gefühle? Diese Karte erinnert Sie dann daran, dass das Wissen um die eigenen Gefühle wichtig für gesunde Beziehungen ist. Gefühle sagen, was zwischen uns und dem Partner vorgeht.
was wir wirklich wollen und brauchen. Sie werden oft von anderen Emotionen überlagert. Ja, vielleicht auch von anderen Menschen. Ja? Vielleicht wollen Sie Ihre Gefühlsschichten Stück um Stück abtragen. Unter Trauer und Depression kann sich Wut verbergen. Oder die Aggressivität überdeckt einen Schmerz, den man sich nicht eingestehen mag. Was immer Sie in sich entdecken, versuchen Sie es nicht zu analysieren. Sie müssen Gefühle nicht ausleben, sondern nur fühlen, ohne groß darüber zu reden. In dem Augenblick, wo Sie Ihre Gefühle anerkennen, können Sie auch wieder verschwinden. Vielleicht jammert ja auch draußen die Nachbarin um gewisse Thematiken und eigentlich hast du ein richtiges Hochgefühl und bist glücklich, ja, an einem gewissen Punkt zu sein, wo du vielleicht selber auch über deinen Schatten gesprungen bist und oder auch mit dir selbst zufrieden bist. Ja, es hat sich jetzt hier nichts großartig geändert, aber die Zeit wird kommen. Und mein Tag wird definitiv noch kommen. Ja, lass dich dann von den Gefühlen der Nachbarin oder des Nachbars hier nicht irritieren oder verleiten, dieselbe Gefühle zu haben. Ja. Deine Amors Botschaft ist: Für immer, ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet. Ja, vielleicht ist es auch eure Lernaufgabe, die ihr Leben für Leben immer wieder lernt oder durchlebt, Menschen oder Situationen, die ihr mitunter auch gelebt und gelernt zu werden, damit umzugehen. Also ich denke, wenn wir hier schon diese Amors Botschaft miteinander haben, dass es hier trotzdem vorwärts geht und glaube an deine Gefühle, glaube an die Gefühle deines Partners, deines Freundes, deines Seelenpartners, dass er hier auch zu dir kommt. Wenn es ein karmischer Partner ist, dann sollte es vielleicht auch nicht sein. Ja? Wir kommen zu der nächsten Legung. Und die Göttin, die wir hier haben, ist Artemis. Die Selbstbestimmung. Artemis hat ihren Pfeil der Selbstbestimmung in dein Leben geschossen, weil sie dir helfen will, dich ganz klar auf dich selbst zu konzentrieren. Hast du dich zu sehr für andere abgemüht, vielleicht auch gerade hier um die Weihnachtszeit, und dabei nicht darauf geachtet, dass auch du das bekommst, was du brauchst? Es ist schon lange her, seit du das letzte Mal Zeit für dich hattest oder genügend Raum für deine Bedürfnisse. Ja, vielleicht auch mal wieder ein Hobby anzufangen, Sport zu machen. Spann vielleicht noch eine Freundin ein, die mit dir ins Fitnessstudio geht. Oder auch mal wieder rausgehen. Ja, sind die Grenzen deiner Selbstbestimmung verschwommen und undeutlich? Hast du das Gefühl, dass es dir nicht zusteht, an dich selbst zu denken, dass du stets nur an andere denkst und die Interessen anderer Vorrang haben? Du weißt schließlich nicht einmal mehr, wer du bist oder was du willst. Jetzt ist die Zeit, an dich zu denken. Es ist Zeit, auf die leise flüsternden Stimmen deiner Bedürfnisse zu hören. Es ist Zeit, dein Engagement für andere zurückzunehmen und dich zu stärken und dabei zu feiern, wer du bist. Artemis sagt, deine Ganzheit wird genährt, wenn du dich selbst ehrst und achtest und wenn du dir Zeit für dich nimmst.
Sie stellt dir die Frage, wie kannst du erwarten, irgendein Ziel zu treffen, wenn du beim Abschießen des Pfeils nicht in deiner Mitte bist. Ich bin die, die ich bin, und ich weiß, wer ich bin. Ich sorge für mich unter allen Umständen, doch ich kann auch andere für mich sorgen lassen. Ich habe die Wahl. Es gibt keine Autorität, die über mir steht. Meine Urteilskraft ist bestens geschärft. Ich regiere über mich selbst und ich bin frei vom Einfluss anderer. Ich kann voneinander trennen, was getrennt werden muss, und komme so zu einer klaren Entscheidung. Ich kann für mich selbst denken. Ich richte meine Aufmerksamkeit genau aus. Dann erst ziele ich mit meinem Bogen. Meine Pfeile treffen immer ihr Ziel. Und deine Feenkarte, hier haben wir positive Erwartungen. Halte an deinen Hoffnungen, Träumen, Affirmationen, Visualisierungen und Gebete fest, da sich bald auf wunderbare Weise manifestieren werden. Gib nicht 5 Minuten vor dem Eintreten des Wunders auf. Du hast mit deinen positiven Gedanken und Gefühlen die Samen der Manifestation gepflanzt. Dennoch magst du dich zuweilen entmutigt fühlen, da du keine sofortigen Ergebnisse sehen kannst. Pessimistische Gedanken schleichen sich ein und du fragst dich, ob dein Vertrauen gerechtfertigt ist. Halte jetzt dein Vertrauen aufrecht, obwohl die von dir gewünschten Resultate länger auf sich warten lassen, als du gehofft hattest. Werden sie doch eintreten. Du sollst sie jetzt nicht mit negativen Gedanken absorbieren oder blockieren. Sobald es dir möglich ist, gehe hinaus in die Natur und sei es nur in einen Garten oder Park. Unterhalte dich innerlich mit deinen Freunden, den Feen. Sie sind absolute Experten der Manifestation. Erzähle ihnen sowohl von deinen Zweifeln, Ängsten und Enttäuschungen, als auch von deinen Hoffnungen und Träumen. Bitte die Feen, dir zu helfen, alle negativen Gedanken loszulassen, die du haben magst. Und spüre, wie sie dich mit heilender Liebe und Licht umgeben. Affirmation: Ich bin behütet, zuversichtlich und sicher. Ich sehe voller Freude meiner Zukunft entgegen. So, jetzt. Jetzt kommen wir zu der Trumpfkarte, dem Teufel. Ja, bei Alice, beim Rider-Waite-Tarot sieht man eigentlich auch so ein Pärchen, das so locker die Ketten um sich gestreift hat. Und die könnten sich eigentlich auch locker daraus lösen. Ja. Sich seinen Schatten ausliefern und ihn im anderen zu bekämpfen, ist nirgends so gefährlich wie im Charisma dieser Karte. So kann der Teufel auch für Verführungskünste, Leidenschaft und Faszination stehen. In der Regel ist er aber warnender Hinweis auf einen tiefen Stachel, den er beschreibt. Alle unglücklichen Auswüchse von Beziehungen wie seelische Verwicklungen und Hörigkeit, Tyrannei und Sadomasochismus, die immer in der Kraft des Dunkeln gründen und dem inneren Horror vor uns selbst. Mitunter sind aber auch karmische Verbindungen angesprochen, uralte Verstrickungen, die sich darin äußern, dass man immer wieder gegenseitig in alten Wunden rumstochert. Diese Karte zeigt die Chance zu lernen und in unseren Schatten die Summe der ungelebten Möglichkeiten zu erkennen, unsere Fehler
wo uns etwas fehlt, unsere Schuld und alle Unerhörte und alles Unerhörte in uns. Okay, schauen wir mal weiter. Also wenn du dich in so einer Beziehung mitunter befindest, ja, kannst du, wie gesagt, ganz locker diese Ketten von dir abstreifen und in ein neues Jahr reingehen. Es hält auf jeden Fall sehr viele neue Möglichkeiten für dich bereit. Vielleicht ist es jetzt auch an Silvester der Mann, der einem begegnet, und man lebt einfach diese Fantasien mit ihm aus. Ja, wenn dir das natürlich hier gefällt, gewisse Thematiken, die ich hier jetzt erzählt habe, dann ist es vielleicht auch ein sehr leidenschaftlicher Monat für dich. Und wir kommen zum Liebesorakel. Wir haben hier die Kreuz 3. Wenn du diese Karte ziehst, kannst du aufhören, dir oder anderen etwas vorzumachen. Äußere deine Betroffenheit. Gedicht. Ich kann meine Träume nicht fristlos entlassen. Ich schulde ihnen noch mein Leben. Von Friederike Frey. Manche Träume. Ja, welche Träume hast du denn? Ein glückliches Familienleben? Das kannst du auch in einer Patchwork-Familie erreichen. Das muss nicht mit dem Mann sein, mit dem du gerade zusammenlebst, mit dem du ein Kind gemacht hast. Könnte sehr gut möglich sein. Wir kommen zur nächsten Karte und hier haben wir die Vollendung. Also ein kleiner Widerspruch an sich hier. No? Insgesamt. Es gibt etwas in ihrem Leben, das sie noch nicht zu Ende gebracht haben. Ein klassisches Zeichen für unerledigte Geschichten sind endlose Sehnsüchte, Rachegelüste, tiefes Bedauern oder ein hartnäckiger Groll, unbestimmte Angst oder unerklärliche Wut. Gefühle. Darin stecken zu bleiben ist, als würde man eine bestimmte Seite aus einem alten Kapitel des Lebens immer und immer wieder lesen. Entschuldigt. Der Vorschlag dieser Karte: Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie endlich die Gefühle niederschreiben und durchleben, die Sie nie ausgesprochen haben. Vergeben Sie anderen oder sich selbst, sagen Sie Adieu, begraben Sie Hoffnungen. Den Brief müssen Sie nicht abschicken, aber er hilft Ihnen, mit dem nächsten Kapitel Ihres Lebens zu beginnen. Vielleicht auch einfach dieses alte Jahr hinter dir zu lassen. Und die Amos-Botschaft, wir haben hier den Neuanfang. Also ich bin mir sicher, dir ist hier schon jemand Neues begegnet, den du interessant findest. Oder der sich mehr und mehr in dein Bewusstsein schleicht. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Und wir kommen zur dritten Legung. Wir haben hier Eurynome, die Ekstase. Und sie ist ja auch hier schon mit dem Wind. Oh, ich bin okay.
Sie steht ja auch schon für eine gewisse Leidenschaft. Eure Nomée tanzt in dein Leben, um dir zu verkünden, dass eine Zeit der Ekstase gekommen ist. Die Fülle, der Überschwang und die Begeisterung der Ekstase warten auf dich. Wie kannst du dir dieses wunderbare Glücksgefühl schaffen, das dein ganzes Wesen erfasst und dich zutiefst erfüllt? Betrachte dir die verwundeten Teile in dir und lasse Heilung geschehen. Denn in diesen Wunden sitzt emotionale Energie fest, die eine Menge Raum einnimmt. Sobald Heilung geschieht, wird sehr viel Energie frei, die du gut für deine Ekstase nutzen kannst. Je mehr Raum in dir frei wird, desto mehr Ekstase kann sich einstellen. Eine andere Möglichkeit, Ekstase zu erleben, ist, sie einfach in dein Leben einzuladen, indem du dich für sie öffnest. Erlaube dir, sie zu rufen, sie zu fühlen, in ihr zu schwelgen. Für diejenigen unter uns, die in ihrem Leben bisher wenig Freude erfahren haben, stellt die bewusste Entscheidung, die Ekstase zu umwerben, ihr den Hof zu machen und sie anzulocken, sicher, dass sie sich einfindet. Eure Nomée ermutigt dich zu der Entscheidung für den Tanz mit der Ekstase, denn dann wird dir das Leben viele Gelegenheiten schicken, diesen Tanz immer leichter zu tanzen. Eure Nomée, Ekstase. Als ich erwachte und mich erhob aus wirbelndem, kochendem Chaos, fand ich nur im Tanz Ausdruck. Für die reine Freude, die wilde Heiterkeit, die Explosion von Energie, die ich fühlte. Ich tanze meine überschwängliche Fülle, das Schweben auf dem Meer, hingerissener Begeisterung, verloren und getragen von der Intensität der Ekstase. Ja. Hört sich sehr leidenschaftlich an. Und wir haben hier von den Feen neue Gelegenheiten. Achte auf eine fantastische neue Gelegenheit, die sich dir bietet. Du kannst unbesorgt dieser neuen Ebene vertrauen und sie dir zu eigen machen. Es wird dir eine Gelegenheit von großer Tragweite geboten. Diese könnte in Form eines Menschen auftauchen, der dir einen geschäftlichen Vorschlag unterbreitet, einer neuen Idee, die dir in den Sinn kommt, oder einer möglichen Investition. Sie könnte sogar die Form eines Verlustes annehmen, durch den du frei wirst für etwas noch Besseres. Auch wenn du dich vielleicht eingeschüchtert fühlst oder nicht gut genug, um erfolgreich die nächste Ebene zu erringen, sei versichert, dass der Himmel dir seine Hand reicht und dich leitet und beschützt, während du emporsteigst. Falls du Hilfe brauchst, um dieser neuen Chance zu vertrauen, bitte um spirituelle Führung, dann wirst du bald an die Gültigkeit dieses Geschenks glauben können und wirst wissen, dass du die Hilfe des Himmels verdient hast. Affirmation: Ich sehe jetzt die neuen Gelegenheiten in meinem Leben und heiße sie willkommen. Ich sehe jetzt die neuen Gelegenheiten in meinem Leben und heiße sie willkommen. Yeah! Schauen wir mal weiter. Bin ich gespannt. Die erste Karte ist die 6 der Kelche, der Genuss. Du bist wahrscheinlich das Glückskind des Monats. Im Bereich der Gefühle spricht diese Karte von Erfüllung, Freude und Befriedigung. Damit ist zweifellos auch der sinnliche Genuss gemeint. Wichtiger ist aber die mit der inneren Mitte verbundenen Erfahrung. Zu den tiefen Gefühlen von Geborgenheit,
wahrer Freude und aufrichtiger Dankbarkeit zu kommen. Nach Phasen kritischer Auseinandersetzung zeigt diese Karte die Chance zu tiefgreifender Veränderung und echtem Neuanfang. Und hier haben wir die vier Kelche. In unseren persönlichen Beziehungen steht diese Karte für ein Zuhause, das trotz aller Geborgenheit bereits die Tendenz hat, zu klein zu werden. So liegt ihr tiefer Sinn wohl darin, den inneren Frieden wertzuschätzen, aber zugleich zu verstehen, dass Sattheit gefährlich werden kann und deshalb neue Wachstumsprozesse notwendig werden, die Unsicherheiten mit sich bringen, da andernfalls die stehenden Wassergefühle schnell zu abgestandenem toten Wasser werden. Und von Pia Schneider, die Dame, Big Dame haben wir hier. Du bist die Königin des Wachstums und hast Power ohne Ende über die Kunst zur richtigen Zeit einzugreifen. Gedicht. Love is the one thing that money can't buy. The Beatles, von den Beatles. Also, Liebe ist das Einzigste, was man mit Geld nicht kaufen kann. Und wir haben hier zwei Karten. Die erste ist sich öffnen. Wie offen sind Sie? Diese Frage sollten Sie sich stellen, wenn diese Karte auftaucht. Wahrscheinlich sollten Sie wagen, sich weiter zu öffnen, sobald Sie das Gewicht des übermäßigen Schutzes abwerfen. Schmecken Sie mehr von der Süße, die das Leben bereithält. Aber bedenken Sie, dass Sie nicht von Ihrem Partner eine Öffnung verlangen sollten, bevor Sie selbst diesen Schritt getan haben. Wenn Sie dazu neigen, anderen zuerst zu öffnen, fühlen Sie sich am Ende leer. Offen sein heißt, als erster verletzlich und ehrlich zu sein. Offenheit geschieht, wenn Sie beide die Hände ausstrecken, um den anderen zu umarmen. Falls Sie unter der Verschlossenheit Ihres Partners leiden, können Sie ihm durch Ihre Offenheit eine Brücke bauen. Akzeptieren Sie aber seine Reaktion. Und die nächste Karte für euch. Die Berührung. Berühren Sie Ihren Partner gerne und genug? Oder lassen Sie sich selbst nicht gerne berühren? Vielleicht ist es Ihnen gar nicht bewusst, dass Berührungen ein Ausdruck von Verbundenheit sind. Vor allem dann, wenn keine erotische Absicht dahinter steckt. In einer Beziehung ist Berührung ein lebenswichtiges Kommunikationsmittel. Meistens dann, wenn es nichts zu sagen gibt. Wenn wir einander nur berühren, um gezielte Signale zu setzen, nutzen wir nur einen Teil dieses Mittels. Manchmal bedeutet die Karte auch, dass einer sich nach mehr Berührung sehnt als der andere. Wenn das auf Sie zutrifft, bitten Sie Ihren Partner darum, mehr angefasst zu werden. Achten Sie aber darauf, dass Berührungen niemals erzwungen werden sollten, von beiden Seiten.
Ja, vielleicht ist wirklich hier jemand schüchtern von euch beide, ja. Und ihr könnt, ja, wenn es nur die Fingerspitzen sind, die Fingerspitzen berühren und vielleicht kommt ihr dann auch schon euch ein bisschen näher, wo so ein Erschrecken, müsst ihr erstmal zurückziehen und anschauen, vielleicht noch mal die Finger berühren und ja, oder auch hier dieser Silvesterkuss, dass er hier endlich das Eis bricht, ja? Umarmt euch. Okay. Deine Abors Botschaft. Du willst auf Biegen oder Brechen etwas erzwingen. Lass den Dingen ihre Zeit. Ja, erwarte nicht mehr, wie jetzt hier so eine kleine Berührung, Händchen halten. Vielleicht ist sie wirklich hier ein bisschen schüchtern und die Kutsche kommt schon bald und muss nach Hause, hat es ganz versäumt, die Kutsche abzusagen oder was. Und vergiss nicht, deine Adresse aufzuschreiben, ja, beziehungsweise Telefonnummer, dass sie sich melden kann oder du dich bei ihr. Wir haben hier noch das Ja und das Nein mit Amors Botschaft und ich lege die Herzen aus. Na, 5 zur Wahl. Und ich beginne. Ja. Super. Die nächste ist hier mitunter das Nein. Ist ja schade, ne? Ja, jetzt haben wir Ja und Nein haben wir schon umgedreht. Jetzt bin ich neugierig. Okay, wir nehmen dieses. Oh, Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Und hier haben wir riskante Versuchungen. Der Schein trügt. Die hatte ich jetzt. Und hier göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat, Januar 2018. Der ersten Legung sollte man auf jeden Fall zu seinen Gefühlen stehen, ja. Und nicht davonrennen, wenn das Glück anklopft. Geh den Weg, das, was du dir wünschst, lass dir nichts anderes einreden. Hier, ja, entweder musst du dich aus einer verfahrenen Situation lösen, aus Gegebenheiten, die sich in deinem Leben immer wieder wiederholen, ja, dass du das einfach aus deinem Leben mitunter auch rauskatapultierst, oder du lernst hier jemanden kennen, indem du diese sadomasochistische Ader mitunter auch ausleben kannst. Ja, jeder Topf braucht ja auch ein Deckelchen, ja. Und
solltest du in diesem Opferdenken mitunter sein. Wenn du dich da drin nicht wohlfühlst, dann streife diese Ketten ab und beginne mit positiven Gedanken. Ja, hör damit auf, wenn dein Ziel, hör nicht damit auf, wenn dein Ziel in fünf Minuten auch eintrifft, ja. Da brauchst du jetzt hier nicht anfangen zu weinen, zum Beispiel, ja. Wenn es mit dem einen nicht klappt, dann sollte es eben nicht sein. Dann kommt auch jemand anderes. Und hier hast du mehr oder weniger das große Glück gezogen. Auch wenn hier jemand sehr schüchtern sein sollte, diese Ekstase, ihr könnt dieses Glücksgefühl mitunter ausleben, dieses Herzklopfen, die Schmetterlinge, ja. Sollte jemand zu zurückhaltend sein, dann berühre einfach die Hände. So wichtig ist, dass ihr anfängt, miteinander zu reden, dass es Treffen stattfinden, vielleicht auch ein Händchen halten, eine Umarmung zu Silvester, wenn das hier klappt und toi, 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 komm, es klappt. Ich drücke euch dir ganz fest die Daumen, du bist das Glückskind diesen Monats zum Thema Liebe. Für alle anderen könnte auch das Thema anstehen der beruflichen Weiterentwicklung, dass man sich auch manchmal auch zurückzieht, ja, um sich hier mitunter auch seine eigenen Gedanken zu machen. Und heißt ja nicht, dass diese Person, die richtige Person, nicht doch hier Mitte oder Ende des Monats bei euch auf der Matte steht, ja. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Tschüss. Wo habe ich die Maus versteckt? Hier. Eieiei.